das ist eine ganz feine Veranstaltung hier heute. Ich bin das erste Mal da und schaue mir das erste Mal an, bin überrascht, wie viele Firmen und Unternehmen sich heute hier präsentieren. Und ich denke mir, es ist für viele junge Menschen eine gute Möglichkeit, um zumindest meinen Erstkontakt aufzunehmen, mit der Firma oder mit der Organisation, für die ich mich interessiere, zu arbeiten. Und man kommt hier zumindest mal ganz gut ins Plaudern. Ja, wir haben viele Visitenkarten mitgenommen und viel mit Leuten geredet und interessante Sachen erfahren tatsächlich. Es war von allem ein bisschen was da und es war sehr viel auch da und man konnte mit allem, jeder Studienrichtung, glaube ich, von der FH war vertreten und jeder hat, finde ich, was gefunden, was ihn interessiert. Ich bin heute hier, um mir verschiedene soziale Organisationen anzuschauen und um herauszufinden, was es überhaupt für Trägerorganisationen gibt und wo ich später mit meinem Studium, mit meinem Bachelor arbeiten gehen kann. Der Fachkräftemangel ist in unserem Bereich wirklich eklatant merkbar. Bautechniker sind wirklich zum Beispiel Mangelware. Aus diesem Grund sind wir auf der FH nachher natürlich das Bautechnikstudium, um diese Personen ansprechen zu können. Qualifiziertes Personal, sei es in der Amtsleitung, Finanzverwaltung, Bauamtsleitung und dergleichen, ist natürlich bei uns auch sehr merkbar, dass es nicht mehr vorhanden ist. Ich bin heute eigentlich grundsätzlich einmal hergekommen, um mir einfach ein bisschen einen Überblick zu verschaffen über die Firmen, da ich ja doch nächstes Jahr dann fertig wäre mit dem Bachelor. Und jetzt wollte ich dann mal schauen, was es alles so gibt an Angebote, welche Firmen da sind und was mich da interessieren würde, weil ich mir noch nicht so genau Gedanken gemacht habe. Deswegen lasse ich es einfach einmal auf mich zukommen und mir einmal ein bisschen berieseln. Wirklich ein sehr toller Tag, um genau wie ich gerade, ich bin ja keine Kärntnerin, genau da Unternehmen zu finden und wirklich einfach Kontakte zu knüpfen und einen guten Eindruck zu hinterlassen bei den Unternehmen. Wir haben sehr, sehr viele Gespräche gehabt. Wir haben gerade gezählt, wir haben kaum noch Goodiebags, also definitiv einmal ein sehr gutes Zeichen. Wir waren ganz begeistert von sehr vielen jungen und auch internationalen Kandidaten. Ist was nicht üblich ist bei uns, aber findet man sehr spannend und hat echt gut gepasst.